Moin Leute, bei Instant Gaming läuft noch bis zum Ende des Monats ein Gewinnspiel. Um teilnehmen zu können, müsst ihr einfach nur den Link in der Videobeschreibung klicken und euer gewünschtes Spiel angeben. Viel Glück! Wisst ihr Leute, es interessiert mich nicht großartig, was andere Menschen tragen. Du läufst mit Socken und Sandalen rum, juckt mich nicht. Du hast Löcher in den Jeans, ist mir egal. Du trägst ein T-Shirt im Winter, okay, mach wie du denkst. Digga, du könntest so an mir vorbeilaufen und es wäre mir scheißegal. Aber es gibt eine Sache, die ich nicht verzeihen kann. Ich kann es dir nicht verzeihen, wenn du mit einer Jogginghose rumläufst. Ich will niemanden verurteilen. Ich will wirklich niemanden verurteilen. Aber Digga, immer wenn ich jemanden sehe, der eine Jogginghose trägt, habe ich das Verlangen, ihm 2 Euro vor die Füße zu schmeißen. Junge, wie kommt man auf die Idee, in der Öffentlichkeit eine Jogginghose zu tragen. Das ist für mich absolut unverständlich. Wisst ihr Leute, es gibt nur eine Rechtfertigung. Es gibt nur eine Rechtfertigung, eine Jogginghose zu tragen. Und das ist, wenn du joggen gehst. Ist das nicht der Fall, siehst du mit einer Jogginghose einfach nur so aus, als ob du mich wegen einer Pfandflasche zusammenschlagen würdest. Leute, merkt euch eins. Es gibt keinen Spruch, der wahrer ist, als dieses Sprichwort, Kleider machen Leute. Es gibt keinen Spruch, der wahrer ist. Deine ganze Ausstrahlung verändert sich, je nachdem, welche Kleidungsstücke du trägst. Und damit meine ich nicht mal Gucci oder so ein Scheiß. Es geht einfach nur darum, einigermaßen auf sein Äußeres zu achten. Bei wem würdest du lieber einen Dispo-Kredit in Höhe von 5.000 Euro aufnehmen? Bei ihm oder bei ihm? Ich glaube, die Antwort muss ich nicht aussprechen. Ich würde mir von dem Rechten sogar einen Aktienfonds andrehen lassen, selbst wenn ich noch nicht mal meine Miete bezahlen könnte. Und das ist noch nicht alles. Ordentliche Kleidung lässt dich nämlich nicht nur in den Augen anderer erstrahlen. Sie pusht auch dein Selbstbewusstsein. Wisst ihr Leute, immer wenn ich irgendwo ein weißes Hemd und eine schwarze Chino-Hose trage, fühle ich mich, als wäre ich der CEO von JP Morgan. Es spielt keine Rolle, dass ich im Dezember schon die 3. Zahlungsaufforderung von meiner Versicherung bekommen habe. Ich fühle mich, als wäre ich der reichste und erfolgreichste Mensch auf dem Planeten. Wenn ich zur Sparkasse gehe und 50 Euro abhebe, fühlt es sich nicht mehr so an, als würde ich 50 Euro abheben. Es fühlt sich so an, als würde ich 50.000 US-Dollar abheben. Und das Ding ist, normale Hosen sind nicht mal teurer als Jogginghosen. Jeans sind teilweise sogar deutlich günstiger. Es gibt also keine Ausrede dafür, eine Jogginghose anzuziehen. Selbst wenn du arm bist. Das Argument ist dann immer, ja, aber Jogginghosen sind doch so gemütlich. Ich will keine Jeans tragen, die sind so ungemütlich. Erstens, bist du 5 oder was? Zweitens, es interessiert mich nicht, ob du Jogginghosen gemütlicher findest. Wenn es nur darum geht, was gemütlich ist, dann kannst du gleich nackt rumlaufen. Das ist nämlich mit Abstand am gemütlichsten. Und lasst mich eines klarstellen. Es ist einfach so, dass es Orte gibt, an denen man besser keine Jogginghose trägt. In deiner Wohnung kannst du tragen, was du willst. Aber Digga, es gibt wirklich Leute, die gehen mit Jogginghose ins Bewerbungsgespräch und wundern sich, warum sie keinen Job bekommen. Digga, was hast du gedacht? Junge, du könntest ohne Witz als CEO von Tesla, Apple und Netflix zu diesem Bewerbungsgespräch kommen und die würden dich nicht einstellen, wenn du damit Jogginghose angepimmelt kommst. Digga, du siehst nicht so aus, als ob du dich bewerben willst. Du siehst so aus, als ob du gleich in der Firmengarage einen Powernap einlegst. Manche Kleidungsstücke passen eben zu einem ganz bestimmten Ort, während andere nicht dazu passen. Deswegen ist es auch so lustig, wenn Leute den neuen Minions-Film im Anzug schauen. Übrigens ist es scheißegal, von welcher Marke deine Jogginghose ist. Du kannst einen No-Name-Jogger tragen, du kannst einen Nike-Jogger tragen und du kannst genauso gut eine Gucci-Jogger tragen. Das spielt keine Rolle. Du siehst immer so aus, als wartest du auf Black Friday im Euroshop. Und wenn du wegen der Gemütlichkeit nicht auf Jogginghosen verzichten willst, hier ein kleiner Lifehack. Trag einfach eine Stoffhose. Die sind gemütlich und sehen gut aus. Und außerdem kann man die wirklich zu jedem Outfit tragen. Aber Leute, genug Modetipps. Das war's mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, wann ihr zuletzt eine Jogginghose getragen habt. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.